In diesem Video geht's um dicke, fette Erdbeeren, um ganz viel Knoblauch, um das Mulchen gegen die Trockenheit und gegen Unkraut, um kräftigende Pflanzenjauchen, die aber stinken, und um die Wasserknappheit. Alles ist trocken, der Teich ist fast leer. Ein Rezept, so habt ihr Knoblauch noch nie gesehen. Geniale Tricks für eure Tomaten im Gewächshaus. Die Königsblüte, wie man sie erkennt, wie man sie entfernt. Außerirdische Pflanzen und Insekten ganz nah. Mit Dr. Mary Kissel, mit der weltbesten Katze Luzi, mit dem Rigotti und seiner Frau. Viel Spaß, Film ab. Unmengen an Knoblauch. Und der dazwischen wächst, wie der hier oder das hier, diese Büschel, die müssen jetzt erstmal raus. Und dazu habe ich Crazy Dr. Mary Kissel. Diplombiologin und Arnold Schwarzenegger-Fan, wie man sieht. Die Knollen von diesem Zeug sind natürlich recht klein. Ich ziehe hier mal eine raus, hier kann man es sehen, weil die ja keinen Platz haben zum Wachsen. Natürlich braucht Knoblauch Platz, wie hier in der Reihe. Wenn er so eng wächst, keine Chance. Was machen wir da mit dem Knoblauch? Ah, den packen wir in Olivenöl mit ein bisschen Salz rein, dann stellst du ihn in den Kühlschrank, kannst ihn verbrauchen. Und ich dachte immer, Salz löst sich im Olivenöl nicht oder im Öl nicht? Ah, da ist genug Restfeuchtigkeit drin, ein bisschen löst sich das. Ah, cool, okay. Da ist schon was dran, gell? Super. Ja, die kann man schälen. Schau. Gut. Klein sind die gar nicht. Super. Ja. Mhm. Weil sie hier aber auch mehr Platz hatten. Ne? Es sind nicht so viele hier. Ja. Klasse. Naja, sind noch einige rausgekommen. Kann man noch schön was draus machen. Knoblauch machen wir gleich weiter. Zum Essen gibt es einen Salat, Gurkensalat, Eier und eine Senf-Dill-Soße. Mm. Und gute Gesellschaft. Der Knoblauch, der lag jetzt eine Weile hier in der Sonne und konnte ein bisschen antrocknen. Und jetzt füllen wir den Gläser ab. Ah, das war eine Arbeit, oder? Die kleinen Dinge. Aber es lohnt sich, Mary, das lohnt sich. Das ist auch auf jeden Fall lohnt sich das. Aber sowas Schönes. Manoche. Aber wenn ich hier bin, mache ich sowas ja wirklich gerne. Mhm. So. Und das Salz ist zum Konservieren auch, ja? Ja, weil man nie weiß, bei Voldinge, weil das ja ein sehr gutes Öl ist, das du da hast, dass die Restflüssigkeit an Wasser oder die Restwasser, das du drin ist, das wird durch das Salz gebunden. Okay. Und es soll bedeckt sein, ja? Ja, erstmal füllen, ein bisschen aufstoßen und dann nachfüllen. Und einfach im Kühlschrank, ja? In den Kühlschrank, aber die brauchst du nicht in den Kühlschrank zu stellen, weil die nehme ich alle mit. Also du sagst, Salz mach mal rein, um restliches Wasser zu binden, beziehungsweise damit es einfach länger hält. Aber wenn Wasser im Olivenöl drin ist, das würde sich doch trennen. Das ist korrekt, das reine Wasser würde sich abtrennen, aber das geht um das Wasser, das an das Protein gebunden ist. Weil Olivenöl ist ein unheimlich proteinreiches Öl, deswegen kann man es ja auch nicht zum Hocherhitztbraten verwenden, weil es einen Proteinanteil hat. Und an das Protein ist immer eine Restfeuchtigkeit gebunden. Das bekommt man nicht raus. Aha, und deswegen trennt sich es auch nicht? Es trennt sich nicht, genau, weil es gebunden ist. Aber wenn man jetzt Salz dazu macht in die Konserve, dann ist auf jeden Fall der Wasseranteil gebunden. Und was man auch machen kann, den einfach ein bisschen schälen, hier abschneiden und dann in der Pfanne ein bisschen anrösten, weich dünsten lassen und dann so essen. Mmh, köstlich. Wer Knoblauch mag, sollte das mal ausprobieren. Ich zeige euch gleich, wie das geht. Einfach die äußeren Blätter hier entfernen.
so was so angetrocknet ist. Ruhig großzügig, weil das kann auch sonst ein bisschen zäh werden. Den Knoblauch, den dünste ich in Wasser an. Ordentlich Olivenöl in die Pfanne. Und den Knoblauch dann in der Pfanne ein bisschen anrösten. Das ist natürlich zu heiß. Runterschalten. Bisschen grobes Salz drüber. Schaut das nicht fantastisch aus? Na, probieren wir jetzt mal einen. Köstlich. Knoblauch pur. Einfach nur in Olivenöl und Salz nachmachen. Ich bin ja Frühaufsteher und frühmorgens ist es noch erträglich im Gewächshaus. Später wird es dann bockelheiß und da kann man nicht mehr reingehen. Jetzt binde ich die Tomaten hoch, die werden ja langsam etwas größer. Ich verwende eine Sisalschnur oder irgendeine kompostierbare, also ohne Kunststoffanteil. Die kann ich dann später mit der Tomatenpflanze einfach auf den Kompost schmeißen. Ich arbeite ja nicht mehr mit diesen Tomatenhaken. Viel zu viel Arbeit und es bringt bei uns einfach nichts. Ich gehe einfach mit der Schnur ran, zweimal rum, mache dann einen normalen Knoten und gehe noch einmal rum und zuziehen. Und so hat die Tomate hier einen super bombenfesten Halt. Und noch ein Tomatentipp, die Königsblüte. Ja, hier kann man sie schön erkennen. Das ist die erste große, dicke Blüte und die kommt bei mir knips einfach raus. Das bringt in der Regel eine dicke, fette, verwachsene Tomate, die gar nicht so schön ist. Und noch ein Tipp, wenn ihr bei euren Tomaten hier am Anfang solche Läuse seht, dann einfach mit der Hand abstreifen. Dieses Jahr in meinem Ölförderturm hier keine Bohnen, sondern was anderes. Ich habe mir überlegt, was mache ich denn rein, wusste es nicht genau. Dann kam Christian und du hast mir gebracht eine? Eine Chayote. Kannst du was erzählen dazu? Was ist das genau? Chayote gehört zu den Kürbisgewächse, kommt aus Asien. Was für Früchte? Sind das Kürbisse? Aluzi. Ich glaube, das ist so eine Mischform zwischen Kürbis, Gurke, ganz was Besonderes einfach. Hast du schon mal gegessen? Ja. Und schmeckt wie? Ein bisschen Kohlrabi, ein bisschen Gurke, genau, ein bisschen Zucchini. Das ist so ganz schwer zu erklären. Okay. Muss mal probieren. Mochtest du es gern? Ja, ich finde es gut. Okay. Sehr knackig. Und roh gegessen oder gekocht? Man kann es roh essen, schmeckt sehr gut. Aber man kann es auch in die Pfanne mit reinhauen. Okay, bin so. Ich gespannt. Und man sieht, also wir haben sie ja gestern schon gesetzt, da ist so eine ganze Frucht hier dran, ne, aus der die Pflanze kommt. Ist das richtig? Man kann die überwintern, die heben im Keller sehr gut. Ja. Sind ja sehr, sehr lange frisch. Und einfach dann März in die Wohnung legen. Dann kommt hinten, am Ende kommt ein kleiner Keimling raus. Mhm. Dann kann man zur Hälfte eingraben und dann wächst hier die Pflanze raus. Okay. Wird sehr groß. Und die klettert, ja? Das ist eine Kletterpflanze, genau. Wie viele Früchte habe ich dann etwa an der Pflanze? Zwischen 100 und 200 Stück. Oh, Menge. Unglaublich, wie ist das Wetter bei euch? Auch so wahnsinnig trocken, schon lange nicht mehr geregnet. Und ihr seht, mein Wasserreservoir, der Teich hier, der nimmt ganz schön stetig ab. So wenig Wasser hatte ich noch nie drin, ja, außer als ich es mal leer gepumpt habe. Ja, jetzt wird es langsam Zeit, dass es mal wieder von oben runterkommt. Ich komme kaum noch runter. Und normalerweise gieße ich meine Pflänzchen ja so gut wie gar nie, aber jetzt ist es einfach nötig, weil es so unglaublich trocken ist.
Der Mais, der wächst hier kaum. Das ist außerdem ein Zuckermais, den ich hier hingepflanzt habe. Und der kriegt jetzt täglich von mir hier so eine Ration Wasser. Und alle anderen Pflanzen auch, weil sie brauchen einfach das Nass zum Wachsen. Und zum Auffüllen ist dann so ein Werkzeug hier ganz gut, so ein Schöpfer. Das Gras, das eigentlich so grün ausschauen soll, ist total vertrocknet dort, wo es gemäht ist. Deswegen bei Trockenheit lieber etwas höher stehen lassen, nicht so kurz mähen. Und meine Pflanzenjauche hier, Beinwell, stinkt mindestens genauso wie die Brennnesseljauche, aber wirkt genauso gut. Das ist außerdem Beinwell und die Brennnessel hier, die kennt eh jeder. Und mit der Pflanzenjauche, damit gieße ich hier meine Starkzehrer, wie zum Beispiel hier den Sellerie. Auch die Kohlpflanzen mögen gern viel Dünger, sind Starkzehrer. Ebenso die Kürbisse, Gurken. Und viel Wasser braucht auch alles, was im Topf wächst, wie hier mein Wasabi. Der will eh viel Wasser haben. Und Schatten. Hier die Feige. Rosmarin kommt eher mit wenig Wasser aus, aber da er im Topf steht, kriegt er auch täglich mal so einen Schluck. Die Erdbeeren in der Schubkarre. Und schaut mal, wie riesig die Dinger werden hier. Ich bin kein Fan von riesigen Erdbeeren, aber wenn sie dazu noch gut schmecken, dann ist alles okay. Aber mit dem Wasser ist es wirklich ein Problem. Denn alle Reservoirs gehen so langsam zur Neige. Auch hier wird es immer weniger. Und wenn ich in die Zisterne schaue, da gehe ich mit der Kamera mal runter. Da ist wirklich nicht mehr viel Wasser drin. Vielleicht noch ein Viertel. Was macht ihr denn, wenn die Wasservorräte zu Ende gehen und es schon lange nicht mehr geregnet hat? Ein großer Fehler hier. Ja, da ist nicht gemulcht. Das werden wir heute noch machen. Und ihr kennt ihn ja, den Vorteil vom Mulchen. Einmal verdunstet das Wasser weniger, das in der Erde ist. Und zum Zweiten kommt das Unkraut nicht so durch. Win-win-Situation. Und auch die Erdbeeren kriegen eine ordentliche Schicht Mulch gegen Verdunstung. Und sowohl Unkrautsamen, die drauf liegen, können nicht so schnell aufgehen. Auch das Unkraut, was schon drin ist, kommt nicht so schnell durch. Und das Mulchen bei den Erdbeeren hat ja noch einen großen Vorteil. Die Früchte liegen nicht in der Erde, sondern auf dem Strohbett. Da bleiben sie schön sauber. Was freue ich mich drauf. Von meiner Vogelfutterstation hat sich hier jede Menge ausgesamt. Alles, was runtergefallen ist, und das sind alles Sonnenblumen hier, sind in diesen Topf reingefallen. Der stand genau da drunter. Und Mary vereinzelt die jetzt, beziehungsweise pikiert sie. Und was sagst du dazu? Und wenn wir schon das Thema Knoblauch haben, dann holen wir mal einen von den Morados raus. Morado, ein spanischer Knoblauch. Und schaut mal, wie wunderbar der hier wächst. Fast so dick wie Porree oder Lauch. Wahnsinnig. Feste Stängel und das ganz ohne zu düngen. Und zusätzlich bei der Trockenheit. Ich habe Knoblauch nicht gegossen. Und weil er einfach noch zu grün ist, werde ich ihn noch nicht ernten. Das dauert noch ein bisschen. Die Knollen werden noch ein bisschen wachsen. Sobald die Blätter dann anfangen abzusterben, werde ich ihn aus der Erde holen. Aber für eine erste Bilanz kommt jetzt eine Knolle raus. Ha. Ja, der ist schön, sieht toll aus, aber noch ein bisschen zu klein für mich. Der muss noch ordentlich ranwachsen. Was ihm fehlt, ist einfach Feuchtigkeit. Regen. Und es ist kein Regen in Aussicht. Ja, und deswegen bekommt jetzt auch der Knoblauch ein bisschen nass. Hopp.
Oh, schau mal, was da rauswächst. Da ist doch glatt eine Eiche hier auf den Strohballen gefallen und wächst hier raus. Sollen wir es retten? Da sieht man mal. Eiche. Wurzel. Unglaublich. Die sucht nach Wasser. Und weil ich Eichen sehr gern mag, werde ich die hier einbuddeln. Vielleicht schafft es ja. Und ihr seht, wie furztrocken die Erde ist. Müssen wir natürlich gleich angießen. Das dauert eine ganze Weile, bis die sich vollsaugt. Das seht ihr hier. Hier ein bisschen runter. Immer noch trocken. Deswegen stelle ich das Ganze jetzt in Wasser, damit die sich schön vollsaugen kann. Das dauert eine Weile. Ist das okay? Oh, echt? Musst du gehen? Ja. Soll ich dich tragen? Oh, das wäre super. Muss man aber jetzt schnell los. Boah, das gibt Beinmuskeln. Fetti, was ist denn das für eine Kette? Kenn ich noch gar nicht. Süßwasserperlen. Für die Perle. Ah, und Mary mulcht den ganzen Bereich hier. Wunderbar. Dann ist die Erde abgedeckt. Feuchtigkeit kann unten bleiben. Super. Das ist altes Stroh hier. Das wird jetzt im Laufe der Saison vergammeln. Sehr schön. Mary, vielen Dank. Und hier zwischen den Kartoffeln, wieder ein Wühlmaushaufen. Den lasse ich jetzt einfach mal auf. Wühlmäuse mögen das nicht, den offenen Gang. Wenn es tatsächlich eine Wühlmaus ist, ist das innerhalb einer Stunde zugewühlt. Wenn es ein Maulwurf wäre, dem wäre es wurscht, dann würde das offen bleiben, das Loch. Und das sind so Arbeiten, die kann man in den Morgenstunden wunderbar machen. Jetzt ist einfach noch nicht so heiß. Und hier am Gewächshaus entlang, da habe ich ja meine Blühsaatmischung ausgegeben. Die kommen auch wunderschön, na, durch die Trockenheit. Es könnte schon weiter sein. Aber zwischendrin sind auch immer wieder Ackerwinden zu sehen. Den kann ich jetzt hier nicht nachgraben. Zumindest reiße ich sie raus. Dann haben die Blumen zumindest so ein bisschen eine größere Chance, weiterzuwachsen. Bin gespannt, wie es hier in 4 Wochen ausschaut. Eine wunderschöne Malve ist auf jeden Fall schon da, mit Blüte. Ah, herrlich. Und da kommen sie zum Vorschein, die ganzen Knoblauchzehen, die einzelnen aus der Knolle. Wenn man die jetzt noch weiter wachsen lässt, werden die schön groß. Und hier kann man schön erkennen, wie aus den einzelnen Zehen wieder eine Pflanze entstehen möchte. Und dieses Grün vom Knoblauch kann man außerdem wunderbar mitessen. Es ist wie Frühlingszwiebel. Nur schmeckt es halt leicht nach Knoblauch. Würzig. Mmh. Ah. Knoblauch. Esst mehr Knoblauch. Weiter im Thema. In einem der letzten Videos, als ich die Insekten hier am Teich gezählt habe, da habe ich ja gefragt, was liegt denn hier auf dem Boden? Der ein oder andere von euch hatte es richtig erraten. Ja, es ist der Solarautomat für meinen Solardörrer. Aber hier ist mir leider die Scheibe geplatzt. Kann man hier schön erkennen. Und der Christian hat mir eine neue gebracht. Das heißt, ich werde die hier runterarbeiten. Die ist nicht nur drauf geschraubt, sondern auch noch drauf geklebt mit Silikon. Muss ich mal schauen, wie ich die runterkriege. Und dann kommt die neue hier drauf. Christian, vielen Dank nochmal an dich.
Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich das ganze Teil nicht so auf die Kante stelle, denn hier ist überall gleich Glas. Da muss ich mal irgendeinen Schutzrahmen außenrum machen. Wer es noch nicht kennt, das ist ein Solargerät. Hier drin sind Bierdosen verbaut, aufeinander gestapelt, Loch durchgemacht. So kann von unten kalte Luft rein, die Sonne knallt drauf, erhitzt das ganze Teil. Die warme Luft steigt hoch und hier durch diese Löcher raus. Und was mache ich dann mit der heißen Luft? Daraus baue ich mir einen Solardörrer. Da kommt dann ein Schrank oben dran, der hat Schubladen, in die kann ich so Gitter einlegen. Auf den Gittern liegt, was weiß ich, Pflaumen, Zwetschgen, Birnen, irgendwelches Obst, das ich dörren kann. Vielleicht sogar Tomaten. Und das alles dann nur mit der Kraft der Sonne. Ja, wenn ich hier drüber laufe, ihr seht schon, ich habe mal wieder eine traurige Nachricht. Und zwar doppelt traurig, wenn nicht dreifach traurig. In diesem Gehege hier, da hatte ich meine Henne mit den zwei Küken. In diesem Gestell hier, klar, das hält nicht super fest. Also ein Marder oder ein Fuchs könnte sich da reinarbeiten. Und genau aus diesem Grund habe ich das Huhn innen noch mit so einem Hasengitter hier gesichert. Über Nacht. Tagsüber habe ich das raus und dann konnte es hier frei rumlaufen mit den Küken. Nachts mit dem Gitter. Und was passiert jetzt? Jetzt kam wohl ein Fuchs in der Nacht, ist hier rein und hat diese Tür geöffnet. Ich dachte, es darf doch nicht wahr sein. Die Henne mit den zwei Küken weg. Übrig sind nur so ein paar Federn. Ich bin so langsam am Verzweifeln und überlege mir, ob ich nicht dem Jäger Bescheid sagen soll. Und im letzten Video, da hatten wir das Thema Insekten. Habt ihr das Video dazu gesehen? Insekten haben immer 6 Beine, deswegen gehören Spinnen mit 8 Beinen auch nicht zu den Insekten. Und das hier, das ist ein Mistkäfer. Mistkäfer sind richtig wichtige Tiere, denn sie räumen unsere Landschaft auf. Wenn sie Hinterlassenschaften von pflanzenfressenden Säugetieren finden, sei es jetzt Schaf oder Rind oder auch Pferd, formen sie Kugeln daraus, die als Nahrung für ihre Larven dienen. Der Mistkäfer hier, ja, der hat schon die Witterung aufgenommen und findet doch glatt was. Das ist irgendein Kackhaufen, von welchem Tier weiß ich nicht, aber der Käfer, der interessiert sich dafür. Hier habe ich noch im Garten eine echte Grille gefunden. Die gehören außerdem zu den Heuschrecken. Und es sind die Tiere, die abends für diesen wunderschönen Sound sorgen. Und auch im Rigotti-Garten eine Hornisse. Links oben sieht man Blattläuse und man könnte meinen, ja, die Hornisse frisst Blattläuse. Aber weit gefehlt, sie ist an etwas ganz anderem interessiert. Und was das ist, kann man auf diesen Blättern schön erkennen. Es glänzt und es sind die Ausscheidungen der Blattläuse. Honigtau, der enthält viel Zucker und wird von vielen Insekten gerne aufgenommen. Und wenn wir Menschen jetzt irgendwelche Mittel gegen die Blattläuse spritzen und die Insekten die Ausscheidungen dann aufnehmen, kann das auch wieder zum Absterben der Insekten führen. Hier kommt außerdem eine Ameise, die Blattläuse regelrecht beschützt und bewacht und es gar nicht gerne sieht, dass sich hier eine Hornisse am Honigtau labt. Aber gegen so ein großes Tier hat dann die Ameise doch keine Chance. Hier in meinem Teich habe ich ja viele Libellen und die untere hier, das ist eine schöne große Königslibelle, die klammert sich hier fest, weil sie relativ frisch geschlüpft ist und erstmal in der Sonne aushärten muss. Hier sieht man die Libelle nochmal aus einem anderen Blickwinkel und wer kann den Frosch erkennen? Da schwimmt er weg. Der hat sich eine Weile für die Libelle interessiert, aber sie dann zum Glück doch in Ruhe gelassen. Und genau neben der Königslibelle landet eine weitere mit dem Namen Vierfleck. Die Königslibelle hing hier eine ganze Weile, aber weil es dann doch sehr windig wurde, hat sie es irgendwann unter Wasser gedrückt. Dort habe ich sie dann rausgeholt, sie war ganz nass und ich habe sie wieder rausgesetzt, damit sie sich wieder trocknen kann und vor allem auch wärmen. Hier habe ich die Libelle auf eine Blüte der Sumpfschwertlilie gesetzt und hat sich dann zum weiteren Trocknen seitlich an die Blüte gehängt. Ich wünsche ihr viel Glück. Wenn euch dieses Video trotz der traurigen Nachricht über das Huhn gefallen hat, ich würde mich freuen, wenn es ihr mir mit einem Daumen rauf quittiert. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ahoi, sagt euer Selbstversorger Rigotti, dem es jetzt ganz schön schwindlig wird. Bis nächsten Sonntag. Bleibt mir treu.